Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Espresso, heute mit Benedikt Köhler. Benedikt, was treibt dich denn hier in die Aroma-Kaffee-Bar? Hier in der Aroma-Kaffee-Bar nehme ich mit einer Runde netter, junger Herren die sogenannte ISA-Runde auf. Also ein Web-TV-Format, das dann auch über iTunes, über Blog, über Twitter abonnierbar ist und indem wir über aktuelles Geschehen in der IT-Welt, Internet-Szene sprechen. Was ist denn dein Fachgebiet in der Internet-Szene? Ich bin, würde ich mal sagen, der Soziologe hier vom Dienst. Also es geht darum, so ein bisschen zu interpretieren, was bedeuten denn diese ganzen Veränderungen für unser Zusammenleben? Also welche verändern sich unsere Art, wie wir kommunizieren? Wie verändert sich Kulturproduktion durch das Internet zum Beispiel? Hast du denn in den letzten Jahren da ganz große Umwälzungen wahrgenommen, beispielsweise durch Social Media, Web 2.0, oder ist das alles nur so ein bisschen an der Oberfläche und wir machen uns da eigentlich was vor, wenn wir sagen, das Internet verändert uns? Ich glaube schon, dass es also in vielen Bereichen wirklich tiefgreifende Veränderungen gegeben hat, zum Teil nicht dort, wo man hinschaut. Also das, was man so an der Oberfläche sieht, ist oft das, was vielleicht gar nicht so spektakulär ist. Aber ich meine, allein so eine Tatsache, dass dass es möglich ist, dass die Wikipedia als eine freie Enzyklopädie es geschafft hat, eigentlich alle solchen klassischen gedruckten Enzyklopädien mit einem Schlag das Geschäftsmodell zu vernichten und ein Standardwerk zu sein mittlerweile, das also sowohl jetzt klassischen enzyklopädischen Informationen bietet, wie auch Informationen über die verschiedenen Straßenschilder in München. Also das finde ich schon sehr spannend und dazu kommen natürlich noch das Geonetz, also die Geodaten, die hier zunehmend verbunden werden mit sozialen Netzwerkinformationen. Also da passiert schon sehr viel, das sieht man zum Teil dann gar nicht an der Oberfläche. Hast du denn privat, in deinem Privatleben auch solche Auswirkungen feststellen können? Auf dich, auf deine Familie, auf deine Freunde? Ich sehe das schon. Also die durch solche Plattformen wie zum Beispiel Twitter merke ich, dass ich sehr viel leichter und sehr viel spontaner mich zum Beispiel mit Freunden, also mit Freunden treffe, die mir sonst also nicht alle ständig immer auf dem Schirm sind. Wenn ich zum Beispiel in einer anderen Stadt bin, dass ich dann zum Beispiel weiß, aha, da hat jemand gerade Zeit oder den könnte ich doch mal anrufen. Also solche Dinge ist ja sonst sehr gefangen in dem, was man tut in der Arbeit. Also das ist sowas, was eigentlich sehr wertvoll ist. Und auch einige, also es ist natürlich nicht die Masse, aber einige sehr nette Leute darüber kennengelernt, natürlich auch sehr interessante Diskussionen über Blogs, aber auch eben am Kaffeetisch führe. Ja. Also das Internet bzw. Social Media hat für dich durchaus einen sehr positiven Charakter und positive Auswirkungen. Es ist beides. Also ich bin froh, dass momentan für mich selber die positiven Auswirkungen im Vordergrund stehen. Aber die Frage, die dahinter steht, ist schon, also welche Auswirkungen hat das gesellschaftlich? Also diese zum Beispiel der Trend, dass Journalismus sich jetzt auf einmal in Konkurrenz befindet mit computerisierten Softwarelösungen, mit Filtern, die Nachrichten herausfiltern. Also das ist schon eine sehr spannende Herausforderung. Und da ist momentan, verkauft sich der Journalismus nicht besonders gut. Du stellst das ja wahrscheinlich auch beruflich fest bei Authority, wo du unter anderem dich mit Social Media Monitoring beschäftigst. Zum Stichwort Social Media Monitoring. Siehst du die Möglichkeit, dass Social Media einen ähnlichen Stellenwert erreicht hinsichtlich Vermarktbarkeit wie das klassische Internet? Weil ja bei Social Media andere Dinge gemessen werden sollten oder können als zum Beispiel die klassische Reichweite. Ja, also das sind ja sehr viele Fragen auf einmal. Also ich glaube einmal, dass gerade dieses Thema Social Media Monitoring zeigt, wie sich dieser Wandel vollzieht. Also dass gerade Unternehmen mittlerweile, denen man ja eigentlich immer nachsagt, sie können das alle nicht so richtig, sie stellen sich so ungeschickt an mit Bloggern und so weiter, die machen das eigentlich sehr viel besser, als ihr Ruf ist und nehmen das Ganze sehr viel ernster, als man denkt. Also gerade über das Monitoring, das ja dem Zweck dient, zu schauen, was denn Kunden, potenzielle Kunden über meine Produkte denken, wie sie damit zurechtkommen. Also zeigt, wie sehr diese Inputs auch aufgenommen werden. Also es ist ja nicht nur so, dass man das einfach beobachtet und sagt, aha, da versteht jemand das Produkt nicht, na prima.
ist egal, dann machen wir es billiger oder sowas, sondern dass man tatsächlich dann auch an Innovationen arbeitet und diese Anregungen wahrnimmt. Also das zeigt eigentlich, wie sehr sich Unternehmen geöffnet haben und wie durch das Internet, durch die Möglichkeit, dass jeder im Prinzip einen Blog eröffnen kann, einen Twitter-Stream eröffnen kann, kann man mit Unternehmen in Kontakt treten und die Unternehmensgrenzen lösen sich so ein bisschen auf. Also das ist was ich da sehr spannend finde. Was die Vermarktbarkeit betrifft, da fehlen uns momentan einfach so eine klassische Währung für Social Media. Wir haben online eine Währung, die allerdings überhaupt nicht vergleichbar ist mit anderen Ländern, was auch ein großes Wachstumshindernis ist, weil die großen Plattformen, die wir jetzt sehen, sind zunehmend international ausgerichtet und warum sollten sich dann in Deutschland einem proprietären System, das niemand so richtig durchschaut und was auch international kaum Entsprechungen hat, beugen, wenn es in anderen Ländern ganz anders gemacht wird, also in anderen Ländern in der Regel dann über solche kombinierten Panel- und Tracking-Lösungen. Also, das ist was einfach noch fehlt. Es fehlt eine richtige, verlässliche Währung, die auch zeigt, was der Wert dieser Interaktionen ist. Weil wenn ich jetzt Social-Media-Angebote genauso messe wie statische Internetseiten, also nur einfach das Abrufverhalten, das Passive messe, dann kommt ja das ganze andere, also dass sich hier Leute treffen, dass sie miteinander reden, dass sie Dinge austauschen, dass sie Videos hochladen, dass sie Kommentare verfassen, das fällt ja dann unter den Tisch und das misst dann Social-Media unter dem Wert. Wenn du einen Wunsch an das Internet frei hättest, wie würde der lauten? Also mein großer Wunsch und vielleicht sogar meine Mission im Internet sehe ich darin, zurück zur Qualität und auch zur bewussten Langsamkeit etwas geht. Also das Internet hat ja eigentlich ein Kernelement, was unglaublich spannend ist und natürlich die Welt verändert hat. Ähnlich wie jetzt irgendwie Gutenbergs Drucktechnologie, nämlich das ist dieser Link. Und der Link, der ist nicht dazu da, dass wir irgendwie Nachrichten ganz schnell wahrnehmen, sondern der Link ist dazu da, dass wir Informationen miteinander verknüpfen. Und das ist das ganz Interessante am Internet und das ist das, was wirklich sowas wie die Wikipedia ausmacht. Und viele, gerade professionelle Publisher, setzen noch nicht genügend auf die Möglichkeiten, die eigentlich diese Basistechnologie der Link hat, nämlich also wirklich in die Breite zu gehen, also wirklich eine Welt aufzufächern vor einem, dass man sich darin vertiefen kann und von einem Thema ins nächste gehen kann und auf die Weise wirklich so einen ganzheitlichen Überblick über ein Thema zu gewinnen. Also das wünsche ich mir, dass das stärker kommt, also mehr Slow Media, mehr horizontale Links im Internet. Möge dein Wunsch in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Das wünsche ich mir auch.